Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zur Assetto Corsa Competizione. Und der Kameramann macht auch einen kleinen Schwenk, denn wir starten ganz hinten mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, der kürzeste Name, den es hier in diesem DLC gibt. Steigen wir direkt mal ein in Suzuka. Ich habe mir gedacht, Mittelmotorfahrzeug, das schmeckt, glaube ich, in Suzuka meist ganz gut. Und ja, wir fahren jetzt die vielleicht letzte Ausbaustufe des Huracan GT3s. Der Huracan ist ja auch ein Fahrzeugmodell, was jetzt schon Ewigkeiten besteht. Und es gab dann immer wieder neue Modelle innerhalb des Huracans. Ich finde es aber interessant, weil, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Ferrari vor uns anschauen, Ferrari verfolgt eine ganz andere Unternehmensstrategie, ne? Da gibt es immer wieder Änderungen, so wie auch bei Lamborghini, aber man hat auch immer wieder dann neue Modelle, ja? Zum Beispiel vom 458 zum 488 hat sich unter der Haube viel verändert. Turbomotor kam rein. Vom 488 zum F8 Tributo hatte man dann letztendlich insbesondere außen nochmal ein paar Änderungen. Aber da verändert sich immer wieder was und dann hast du direkt ein neues Modell. Bei Lamborghini ist es so, die führen einfach so eine Modellpalette weiter. Nehmen wir mal den Aventador. Du hast den Aventador, Aventador S, Aventador J, du hast den Aventador SVJ, den Ultimae, und ich habe wahrscheinlich schon ein paar wieder in der Auflistung vergessen. Und selbiges hat man beim Huracan. Huracan Evo, mittlerweile mit Heckantrieb auch, den STO, den Performante. Und der Ferrari bremst auf der Geraden. Das soll er nicht machen. Wir wollen das Auto natürlich nicht direkt kaputt machen. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Huracan sich hier jetzt so fährt. Das war gerade ein 3-Wide, das war holprig. Da musste ich kurz auf den Körper ausweichen. In Watkins Glen war er mir nicht ganz so geheuer, weil ein bisschen unruhig. Ich bin aktuell noch am ehesten verbandelt mit dem 296er Ferrari. Aber wir gucken natürlich, wie der Huracan sich jetzt so hier fährt. Und morgen gibt es dann auch mal ein kleines Fazitvideo, was ich denn zum DLC und zum Update bisher so sage. Das muss man natürlich ein bisschen trennen, denn ja, Update bekommt jeder, DLC muss man dazu kaufen. Hui. Was auf jeden Fall nie langweilig wird, ist der V10-Sound. Ist halt schon ganz geil. Ich bin auch letztens mal einen Audi R8 Probe gefahren, den Performance. Der hat 620 PS. Ist nicht ganz so extrem wie ein Huracan Evo. Der hat ja 640 dann. Aber trotzdem ordentliches Kraftpaket. Klangbild auch echt geil. Und ja, sagen wir es so, beim R8 scheitert es an der einen oder anderen Sache, dass ich da nicht ernsthaft darüber nachdenke, eventuell mal in die Richtung zu gucken. Ich habe die KI auch mal höher gestellt jetzt, weil sonst bin ich aber auf 95 gefahren. Ich finde es immer ein bisschen schön, auch mal in so Showcase-Videos dann mal ein, zwei Überholmanöver zu haben. Jetzt bin ich mal auf 100 gefahren, einfach weil ich auch sehr, sehr selbstbewusst bin, was Suzuka angeht. So, Curbs. Geht schon besser, glaube ich. Das ist ordentlich. Ja, und vor uns der 992 GT3. Nö, aber ansonsten bringen wir den gleich mal ein bisschen näher noch ans Limit. Aber ich habe das Gefühl, dass der mir besser schmeckt als noch in meinem Watkins Glen Test. Ja, eine Sache kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Das meiner Meinung nach mit Abstand am schwierigsten zu fahrende Fahrzeug mit den Standard-Setups ist der Porsche. Also wirklich, beim Porsche hatte ich überhaupt kein Gefühl fürs Auto. Und das, obwohl es Zeiten gab, beim 991.2 zumindest, wo ich, ja, meinen Erstgeborenen eher getauscht hätte als den Porsche. Natürlich leicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde halt eigentlich die Porsche-Charakteristiken auch ganz geil, aber der 992 hat mir das Leben gestern echt schwer gemacht. Ihr werdet aber auch die LFM-Rennen alle auch nochmal auf YouTube hier finden. Ich schneide die da schön zusammen, da gibt es ein paar sehr lustige Rennen. Viele, viele krasse Szenen. Ich muss aber sagen, der Lambo hat, glaube ich, gefühlt das stärkste Force-Feedback. Also,
Da reißt es schon so ein bisschen rum, auch bei Bodenwellen. Das ist schon heftig. Aber wir kommen näher, also... Je weiter wir fahren, desto näher komme ich ans Limit ran und auch an die Fahrzeuge vor mir. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu nah am Limit. Halbe Sekunde und 18 Rückstand. Let's go. Jetzt haben wir langsam aber sicher hier den Anschluss gefunden. Die Chance hier schön ranzukommen. Der Porsche, der probiert es aber auch, ne? An Stellen, die eigentlich nicht so sinnvoll sind. Was möchte er da zum Beispiel machen? Oder was will er da? Warum zieht er da raus? Das verstehe ich nicht. So, langsam aber sicher könnte es aber auch, deswegen habe ich auch vorhin gefragt, oder in den Raum gestellt, es könnte die letzte Generation Huracan sein. So langsam aber sicher könnte er auch abgelöst werden, weil es gibt ja auch mittlerweile den Lamborghini Revuelto, heißt er, glaube ich. Der ja den Aventador ersetzen dürfte. Den gibt es ja auch schon seit gut 10 Jahren. Also ich glaube seit 2012 etwa wird der Aventador gebaut. Also auch wenn der Aventador vom Design her, finde ich, sehr, sehr geil ist, irgendwann kann man sich da schon mal entscheiden, die Produktpalette quasi nochmal zu refreshen. Und sowas wie den Quersteher gerade eben, das ist etwas, was ich halt beim Lambo ziemlich tückisch finde. Passiert hin und wieder mal. Ist mir auch ein, zwei Mal in Watkins Glen so unterlaufen. Boah. Aber auf der Bremse holen wir hier vor der Schikane noch echt gut Zeit raus. Ja, da muss auf jeden Fall pace-technisch doch deutlich mehr kommen, ne? Also das ist ja klar. Zwei, zwei, sieben. Immerhin, wir sind eine halbe Sekunde schneller gewesen als in der vorigen Runde. Und das, obwohl ich in der Haarnadelkurve, nicht Haarnadel, für die Schikane so ungefähr 10-mal so viel bremsen musste wie gewünscht. Nur leicht übertrieben. Ja, irgendwie ein bisschen untersteuernd ist er aber schon, ne, so teilweise. Also, beim Turn-In fehlt mir noch so ein bisschen wirklich die Responsiveness des Fahrzeugs, also dass das Fahrzeug auch wirklich so einlenkt, wie ich wünsche, so. Da ist er mir ein bisschen zu untersteuernd und beim Rausbeschleunigen, wie gesagt, da gibt es manchmal die Momente, wo das Auto halt ein bisschen unruhig wird. Also noch habe ich nicht die perfekte Balance mit dem Lambo gefunden. Das sind aber Sachen, die wahrscheinlich mit dem Setup ganz gut machbar sind. Ich hatte halt nur das Gefühl, okay, beim Ferrari 296, da brauche ich die wenigsten Setup-Änderungen und bin ziemlich, ziemlich planted auf der Strecke. Also das Auto liegt wirklich wie ein Brett. Ein absolutes Träumchen. So ein Regentest wäre auch mal lustig mit den Fahrzeugen. Porsche, probiert das in 130R oder nicht? Oh mein Gott. Sehr schön. Let's go. Double overtake. Nach 130er. Die Leader ist nicht on the final lap. Oder was? Da fahren wir 6 Runden. Suzuka finde ich auch gut. Alles gut. Suzuka eh eine der absolut besten Strecken der Welt. Da gibt es ja auch immer wieder bei ACC dann den Wunsch nach neuen Strecken.
Nordschleife ist ja das Meme schlechthin, dass Leute sich das wünschen. Ich fände halt noch zwei, drei andere Strecken sensationell schön. Und fände es cool, wenn die drin wären. Ja, beziehungsweise noch ein paar mehr. Also sofort einfallen würde mir da Manicur. Wirklich 10 von 10 Strecke. Red Bull Ring in Österreich. Schöne Grüße übrigens an unsere Nachbarn. Wäre auch cool. Hockenheimring wäre natürlich auch wieder geil. Ich mag den Hockenheimring sehr gerne. Der Porsche ist aber auch echt allgemein sehr, sehr aggressiv. Ne? Das ist also, finde ich, sehr kontraproduktiv für... Boah! Ja! Was macht der denn? Also jetzt mal Hand aufs Herz, was war das denn? Der ist mir einfach in die Kiste gefahren. Oh mein Gott. Okay, merke, hier, Palette oder Palette, wie auch immer, nicht mehr bekämpfen im Spiel. Der mag das nicht. Ja, schade, ich wollte jetzt eine persönliche Bestzeit fahren. Ich wollte eigentlich aber ran an, was war denn da vor uns? An den Mercedes? Oh mein Gott. Oh Gott, Dave, auf die Strecke gucken. Alter. Leader has finished the race. Nein! Der hält noch ein. Oh Gott, das ist ein Chaosrennen. Gut. Also. Chaos mit der KI. Ein komplett verwirrter Dave, der auf B25 ins Ziel fährt. Ist nicht repräsentativ für den Lambo. Also der Lambo hat das Rennen ja auch übrigens gewonnen mit der Nummer 63. Nee. Lambo, ganz cooles Fahrzeug. Ich komme mit ihm besser klar als mit dem Porsche, würde ich mal behaupten. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, ey, ich bin auf 24 ins Ziel, weil der Aston Martin an die Box ist. Insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass ich mit dem Lambo nochmal besser klarkomme als mit dem Porsche. Aber wie gesagt, da gibt es noch so zwei, drei Feinheiten, die man da eventuell noch ändern müsste. Mehr Turn-In wäre cool, weniger... Ja, übersteuern oder Snappiness beim Exit wäre cool, aber das sind, glaube ich, so Sachen, da muss man sich ein bisschen rantasten, wenn ihr jetzt das DLC kauft. Ich würde tatsächlich sagen, für den Einstieg ist der Ferrari das angenehmste Fahrzeug. Ob das sich letztendlich für jeden ein bisschen bewahrheitet oder eben nicht, ist natürlich auch eigene Präferenz. Welches Fahrzeug gefällt euch denn im DLC am besten? Teilt mir gerne mal in den Kommentaren mit. Ansonsten merci fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, bis demnächst.